Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei TrueFarming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, rein ins Wochenende, meine Lieben. Wir wünschen euch ein schönes startendes Wochenende hier zum Samstag früh um 10. Für die Leute, die Samstag früh um 10 die Folge sehen. 19 Uhr kommt noch eine. Morgen zum Sonntag kommt auch um 10 und 19 Uhr noch eine. Lasst gerne das Däumchen da, da würdet ihr uns auf jeden Fall super unterstützen. Und schreibt gerne in die Kommentare. Immer rein in die Kommentare. Kommentare, 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 Kommentare. Oh. Gott, siehst du gut aus heute. Wo warst du? Am Landhandel. Wo war ich? Ich, wer, ha? Wo? Du? Ja, wo war ich? Du warst auf... Ach, hast du die Kuh gefunden? Ich geb dir gleich, ich hab die Kuh gefunden. Hast du die Kühe? Ich habe keine verdammte Kuh gesehen. Okay. Okay, Bella, ganz ehrlich, ich konnte mir das schon denken. Der war, glaube ich, ein bisschen hier. Der hat doch keine Synapsen. Gebe ich dir recht. Mit den Synapsen nicht mehr. Nee, gebe ich dir recht. Synapsen-Soße war da oben nur noch. Ich bin stinkesauer auf dich. Da kannst du mal gucken, wie es du wieder gut auf machst. Auf wem? Auf mich? Ja, du hast mich da stehen lassen. Aber ich hab den doch, ich musste den doch, ich hab den doch, hab den doch, ich musste den doch dir mal den Landhandel zeigen. Du hast mich unten auf diesem komischen Hochstand am Feld stehen lassen. Hi Emily. Alles gut bei euch? Ja, wir haben gerade Streit. Bestens, bei uns ist alles bestens, es läuft wie immer. Trauma. Wir haben gerade Streit, Beziehungsstreit. Der hat mich auf dem Hochstand stehen lassen, damit ich eine Kuh rufe. Ja, Moment, aber du tust Hochstand. Ja gerade so, als hätte ich dich auf dem Hochstand gestellt. Und du hast mit diesem komischen Menschen, der da ankam. Aber du tust ja so, als hätte ich die Leiter mitgenommen. Du hast gesagt, ja, bleib da oben mal stehen und bist weggefahren. Ja, aber das hab ich gemacht. Ich stand da jetzt fast 3 bis 4 Stunden auf dem Hochstand. Na, eigentlich war es nur eine. Nee. Doch. Nee. Doch. Nein. Bin da aber... Komm mal weg. So ehrlich, ich werde immer leiser, merkst du das? Ja, wenn du immer leiser wirst, dann hast du recht. Die Hutschnur. Nee, da hast du recht. Wenn du leiser wirst, dann hast du recht. Ist wichtig, auch für euch da draußen, Leute, wenn die Frauen leiser werden, dann haben sie recht. Spätestens dann haben sie recht. Du hast recht. Ja. 3-4 Stunden waren es mindestens. Es tut mir sehr leid. Mhm. Danke. Mhm. Emily, was können wir für dich Gutes tun? Abgetankt, 185 Liter. 185 Liter? Die bezahlt bestimmt der Harald. Weiß ich nicht. Ja, ich denke schon. Sag mal, wann ist denn eigentlich Polterabend und Hochzeit und alles hier? Ja, eins nach dem anderen. Ja, gut, dann wann ist Polterabend? Dann machen wir halt erst das. Wann ist dein Antrag? Was soll das jetzt? Also nee. Da stelle ich mich hinter Emily. Ich also das ist doch sowas von schon wieder... Also da muss ich ganz ehrlich sagen... Wenn du mir so kommst. Nee. Also Emily, das hätte ich auch nicht von dir gedacht. Das richtig, Emily. Du machst doch hier gerade Stress wegen Polterabend. Ich habe da nur gefragt, ob es da schon einen Termin gibt. Aber du weißt ganz genau, dass Bella... Dass das ein sensibles Thema ist für Bella. Und dass Bella... Ja, da drauf. Naja, Emily, das sensibelste Thema ist das für ihn. Ich bin da offen. Das habe ich ihm schon mehrmals gesagt. Und übrigens, wir sind jetzt über 2 Jahre zusammen, ne? Aber ist Polterhochzeit oder ist gar nicht einzeln? Vielleicht macht Polterhochzeit, wir können da zusammen machen. Da müsst ihr nicht einzeln machen. Spaß, Geld. Ah ja. Was? Zweier Polterabend? Warte mal kurz. Alles gut? Was hast du denn jetzt? Was machst du für ein Gesicht? Miguel? War das Kaugummi schlecht? Was machst du? Was ist denn das für eine Grimasse? Was machst du da? Hallo, geht's dir gut? Ich hoffe, er hat keinen Schlaganfall. Hallo, alles gut? Ich wollte nicht, dass es so schlimm wird. Oh mein Gott, Emily, bist du mal Arzt da? Das sieht nicht gut aus. Miguel? Miguel! Okay, geht wieder.
Nur weil ich gesagt habe, doppelter Polterabend, dann hat er so eine Gesichtskirmes so gezogen. Heftig. Ja, da hat mir mal kurz, da ist mir mal kurz die Batterie abgeklemmt. Entschuldigung, kann ja mal passieren, oder? Aber Emily, was hältst du denn davon? Das wäre doch eine coole Idee, oder? Was denn? Komm mal mit! Miguel! Geh mal weg! Was willst du denn? So ein doppelter Polterabend wäre doch was Interessantes, oder? Ah, da musst du erstmal verlobt sein. Ach. Oder willst du es überspringen? Nee. Irgendwie nicht. Oder mach halt du ihm einen Antrag. Sag mal, steht hier eigentlich noch. Ach, hier steht der Sammelwagen. Top. Geil. Den habe ich. Wollen wir nicht, wir hatten noch was einzusammeln. War nicht was einzusammeln, Emily? Hallo, ich bin doch gerade mit Emily am Ja, aber das mit dem Diesel ist erledigt, der Harald bezahlt das. Alles klar, tschüss, schönen Tag dir noch. Tschüss, tschüss, tschüss. Entschuldigung. Tschüss. Emily, Gott, ich stopp mal eben. Tschüss, 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 tschüss. Miguel, was stopp mal eben. Mal. Ja, was soll ich denn stoppen? Ich muss mit Emily noch wohin. Ja, ich Emily auch. Tschüss. Was? Komm, wir müssen noch wohin, tschüss. Nee. Doch, ich geh jetzt mit Emily weg. Tschüss. Also tschüss, Bella. So, komm mit Emily. Wohin? Ja, weiß Emily, ich nicht. Wir gehen jetzt dahin, wo keine Sonne hinkommt. So, warte. Harald? Ja, Chef, was gibt's jetzt? Was machst du? Er fällt auch bei den Tür. Auch gleich. Was ist denn zu tun, Alter? Mach mal einen Spruch hier. Ich bin hier am Landhandel und bin hier in einer echt prekären Situation gerade. Wieso? Was hast du mir da angestellt? Wie, was habe ich angestellt? Deine Tante, verstehst du? Deine Tante, die macht dir einen übelsten Alarm. Deine Tante ist überhaupt nicht da. Oh Mann, deine Frau, zukünftige Frau, was auch immer, macht dir einen übelsten Alarm hier mit, Bella, was ist mit deinem Antrag? Wann kommt dein Antrag? Bla bla und lalala. Ja, und wo ist da jetzt mein Problem? Warum machst du deiner Bella eigentlich keinen Antrag? Harald, fang da das dumme Quatsch nicht auch noch an. Du weißt ja, dass ich da nicht der Fan von bin. Ja gut, aber dann red doch auch mal offen mit Bella darüber. Also sagst du doch mal klipp und klar, dass du sie nicht heiraten willst und dir irgendwann wahrscheinlich eine andere Lebensabschnittsgefährtin suchen wirst. Nein. Ja gut, dann soll ich's machen? Ja, Harald, weißt du, reiß dein Haus da oben ab und baust woanders hin, bitte. Hallo. Nee, nenn du sei doch nicht Kundschaft, so, was tschüss. Denn dafür? Hi, Fritze. Hi, soll ich gehen? Nö. Achso, okay. Weil ich habe nur Tschüss gehört, deswegen. Ey, deine Ersatzteile für die Biogasanlage sind da. Oh, geilo. Ja. Baut ihr das heute noch ein? Oder eher gesagt morgen? Oder ja, dauert ja das noch ein bisschen? Ja. Wollten wir vorher mal eingeplant. Ah, also cool. Hatten wir vorher mal eingeplant. Das ist super. Braucht ihr da Hilfe? Soll ich da irgendwie mithelfen? Soll ich oder meine Mitarbeiter mit drüber schicken? Oder? Ja, ist der Gustav da? Nee, Gustav ist heute leider nicht da. Gustav ist nicht da. Gut. Ist sonst jemand da? Mo, Ernst und ich. Okay, irgendein, der sich mit der BG auskennt. Also Mo oder Ernst. Ja. Was? Nee, alles gut. Ja, wenn irgendeiner unten ist, dann wäre es gut. Wäre es egal. Ja. Ja, alles klar. Was brauchst du? Der Ernst hatte mir Bescheid gesagt, ich muss hier noch irgendwie Geld überweisen. 19.000 für geliehene Geräte oder so. Zwei Gruber, hat er gesagt. Ja, genau. Die zwei Tiefenlockerer, die waren ausgeliehen und die hat er zurückgegeben und da waren noch 19.000 offen, genau. Alles klar, dann überweise ich das eben schnell. Wo haben wir dich denn hier, meiner, da? Glatt 19.000 oder? Na. Alles klar. Genau. Hab ich überwiesen. Na, alles klar. Okay, gut. Und ich wollte noch eben Anhänger Mischfutter mitnehmen. Ja, mach das. Wie viel kriegst du rein? In den Joskin passen 47.000 Liter. 47.000 Liter Mischfutter hattest du, boah. Was hast du für einen Preis? Ich klär's mit Harald ab. Ja, erklär mal, ich meine 450, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich dachte auch, sowas war es gewesen. Warte mal, ja. Das war ja Mischfutter für... warte. 21.150. Ja, dann überweise ich das direkt.
Ach, scheiße. Gut, da kannst du direkt aufladen. Gut, alles klar, ich muss erstmal los, ne? Sag mal, heute denkt man, also man kann, also man könnte heute denken, die Zeit steht schon wieder still, oder? Habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, ja. Gut, die 50 schenke ich dir dann. Macht auch nichts. Hä? 21.150. Ach, Nein, schenke ich dir, alles gut. Wir runden uns immer auf, heute runden wir aber ab, kein Problem für mich. Okay, danke. Fritzel, warte mal ganz kurz. Miguel, fährst du jetzt mit Emily weg? Was für Futter hast du überhaupt? Mischfutter oder Schweinefutter? Mischfutter. Mischfutter? Mischfutter für Kühe. Oh. Das Schweinefutter war das mit den 400 und. Ach. Jo, ja, ja, ja. Warte mal, da kommen noch drauf. Das sind 800. 450 hat man jetzt. 350 kommt noch drauf. 350 mal. Sind nochmal 9.450. Nee, warte mal. 16.450. Nee, warte mal, war Mischfutter nicht? Nee, Mischfutter war billiger. Vergiss es. Passt so. Okay. Ein Ding noch und dann bin ich fertig. Habt ihr schon euer komplettes Wasser bekommen? Oh, warte mal, Bella, haben wir das komplette Wasser schon hinten an der Kalk? Ich weiß von gar nichts. Warte mal, ich guck mal, da muss ich hintergucken. Ich guck mal schnell hinter, Fritze. Jo. Aber Fritzel? Ja. Ich würde nachher eben. So, das stimmt natürlich, Kalkproduktion. Liter. Okay. Über Hochzeit unterhalten und sowas. Und dann war Fritzel, wieder das Thema zu Ende. Die Seemaschine, die bei euch da unten steht heute. Die haben wir uns ja, glaube ich, gemeinsam ausklingen können. Es sind ein paar 80.000 Liter Wasser drin. Ich denke, das ist alles angekommen. Habt ihr noch welches? Wir haben noch welches, ja. Wir waren uns nicht ganz sicher, weil Liv hatte das Dock immer gemacht, aber wir haben das Dock noch nicht gefunden. Und unser Programm, wo alles drinsteht. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, pass auf, dann machen wir so, dann, also wenn du noch Wasser hast, dann würde ich noch welches kaufen gerne. Okay. Wie viel brauchst du? Was halt geht so. Also Wasser kann man nicht genug haben, ne? Wir würden auch selber was fahren. Ich würde bei der Stadt mal fragen, ob ich Big Babsi da ist Tanker ausleihen kann. Ja, mach mal. Okay, wollte ich jetzt sowieso hin. Ja, dann fahr einfach ran, hol und sag Bescheid, was du geholt hast. So, mach mal es. Fritze, alles wo klar. Soll ich die Sachen hinbringen? In den Keller, bitte. Bei euch da in der Villa? Ja. Ihr habt einen Keller? Ja, Geheimkeller. Du musst an den Elchkopf, den anderen links, musst du an das Horn ziehen, dann geht die Luke auf. Ach, Emily, kannst du mal kurz, bitte? Nee, Miguel, den brauche ich. Kannst du mal bitte ganz kurz zu Emily? Alles klar, Leute, tschüss. Jo, tschüss. Ach, scheiße, ich hab noch was vergessen. Warte, Miguel. Ja? Ganz kurz, der Fendt, der war hier zur Wartung abgegeben wurde, ist der schon fertig? Der ist ja nicht fertig, der ist vorne erst gekommen. Ah, alles klar, dankeschön. Ciao. Tschüss. Was willst du denn? Was? Emily, du darfst nicht immer mit der Hochzeit anfangen. Warum machst du sowas denn? Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Weil da auch zwei dazu gehören vielleicht. Und wenn der eine nicht so scharf aufs Heiraten ist? Ich liebe ja Bella mit allem drum und dran, aber ich bin halt einfach nicht scharf aufs Heiraten. Was soll ich denn machen? Dann sag's ihr doch. Denn die Hoffnung weiß, macht sich ja die ganze Zeit Hoffnungen. Das weiß sie. Die macht keine Hoffnung. Die weiß, dass das so ist. Oh! Ist das der Ziegel? Hört so aus, ne? Das ist doch der Ziegel. Der sehe ich doch am gelben Helm. Boah. Gott, nicht so nah ranfahren. Kriegt man ja einen Schock. Oh. Kriegt man ja Puls, wenn man bei dir mitfährt. So, ja, bleib ruhig. Mhm.
Pardon, du Schlingel! Was ist los? So geht das nicht! Ja, was denn? Nicht ja, so geht das nicht! Warum war ich zu langsam? Es geht nein! Du wolltest bei uns anfangen! Ach so, ja, das tut mir leid, Mensch! Ja, tut dir leid, ganz toll! Aber, also, Sie wissen doch selber, wenn der Bürgermeister kommt und ich habe eine Bürgermeisterstelle, also da kann ich doch nicht Nein sagen. Du bist jetzt der Bürgermeister? Und unter Griesbach, so wie es mir vom Herrn, Friedrichsen versprochen wurde oder zugesagt wurde. Ja, pass auf, warte, ich habe einen ganzen Stapel mit Sachen dabei, die genehmigt werden müssen. Moment, falsche Ortschaft. Nicht ja, hier. Ja, aber kann ich dir doch geben. Ach so, ja, ich kann sie weiterleiten, kein Thema. So, pass auf. Ja. So, geht gleich weiter, Emily. So, hier ist einmal der Bauantrag für die Fabrik, für die Sportenergie Getränkfabrik hier. Na? Ja, danke. Isotonisches Sportgetränk. Das hier ist der Antrag für die Hack, die Rübenverarbeitung, Zuckerrübenverarbeitung. Salat zu allen möglichen Produkten. Und dann ansonsten ist hier noch ein Antrag, dass ich in Zukunft alle Anträge ohne einen Antrag zu stellen genehmigt bekomme. Den können Sie schon mal behalten. Ja, dann tue ich den erstmal wieder ins Auto, ja? Ja, heben Sie mal auf für schlechte Zeit. Okay, danke. So. Ja, aber Sie sind jetzt nicht böse. Also es tut mir leid, aber das Angebot konnte ich definitiv nicht ablehnen. Ja. Also ich meine, wenn Sie an meiner Stelle gewesen wären, dann würden Sie wahrscheinlich auch sagen, braucht man nicht lange drüber nachdenken. Was kriegst du denn da? Sie wissen doch, über finanzielle Sachen redet man nicht. Ja, es ist ja schön und gut, aber hättest du was gesagt, hätte ich einfach das Doppelte bezahlt, fertig wäre gewesen. Ja, es geht nicht rein ums Geld. Es ist eine Ich bekomme meinen Bauernhof, den ich ein bisschen führen kann und habe dann auch noch ein bisschen Gemeindesachen zu klären, habe mit den Bauern viel zu tun. Hätte ich bei euch auch gehabt am Landhandel, natürlich. Aber ich sehe es halt als neue Herausforderung, dann eben in einer neuen Gemeinde dann was Frisches reinzubringen und sich da einzufinden und alles wegen zu überschauen und überarbeiten. Das finde ich schon eine gute Herausforderung. Also nochmal zusätzlich. Um Gottes Willen, ich wäre auch gern zum Landhandel gekommen. Gottes ja, das ist ja auch eine tolle, klingt ja auch toll und spannend und alles. Von daher, na gut, ist schon in Ordnung. Don, dann mach das mal. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin froh, dass der Bürgermeister dort von dir besetzt wurde. Das ist ja lieb, vielen lieben Dank. Ja, weil ganz ehrlich, bevor wir da irgendeinen so Pappenheimer haben, ne, oder irgendeine so Schnarchnase, dann liebe du und wir verzichten auf einen Mitarbeiter. Wir finden schon irgendjemand. Machen einfach Stellenausschreibung. Ich denke es doch auch. Da stehen doch bestimmt einige an. Ja. Aber so kennt man sich dann auch wenigstens in Griesbach und da kann man auf einen kurzen Dienstweg ja alles dann klären. Genau. Gut, Don. Ich muss erstmal los. Haus teilt sich nicht von allein. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Und X7 auch nicht. So. Alles klar bei dir, Emily. Auto. Ja, ha? Ich bin gerade fasziniert von dieser Ambientebeleuchtung. Ist geil, oder? Hat was. Kommst direkt in Stimmung, oder? Ernsthaft? Na, in. Hallo, da nicht. In so, was hat da. Emily? Also, in Stimmung. Also, du weißt, wie ich das gemeint habe, oder? Guck mal, der Harald. Emily? Ich bin fleißig. So. Don wollte bei euch anfangen ursprünglich? Ja, der wollte bei uns anfangen in Untergriesbach, die Zweigstelle, also die Außenstelle. Ah, hab ich Ihnen den Bautrag jetzt mitgegeben für die Außenstelle? Ja, ich glaube schon. Genau, ja, da wollte der die Außenstelle da, machen. No? Oh. Wo willst du eigentlich jetzt mit mir hin? Ups, was war das denn? Oh, sorry, war mein Handy. So, warte mal, ich wollte eigentlich, ich suche den Bayer. Weißt du, wo der Bayer ist? Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Ich bin ja direkt von unserem Hof zu euch gefahren. Also der ist an der Gemeinde oder am Fritzelhof? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wie kommst du jetzt da drauf? Warum? Na, weil das immer so ist. Ach, nee. Okay, du hast recht. Was habe ich gesagt? Okay. Servus, Padre! Das ist hier komplett. Moment, der Freezy telefoniert gerade. Mit wem?
Diese Zahlung, die gerade auf den Landhandel eingeht, ist für dich. Vielen, vielen lieben Dank, Bella. Das bedeutet mir sehr viel. Dankeschön. Jo, tschö. Jo, tschüss. Sag nicht mal danke, Alter. Krieg 10.000 überwiesen. Jo, tschüss. Was, ja, ey, für was überweist du denn 10.000 auf den Landhandel? Aber danke dir. Das war für deine Frau, Verlobte, wie auch immer. Ja, warum? Manus? Ja, also, sie hat mir einen Gefallen getan. Müssen sie irgendwas kompensieren, oder? Was denn? Ich frag bloß. Hast du Bock auf Rennen um deine Karre? Also es läuft ganz einfach, wir können gerne ein Rennen starten, sie beschleunigen, ich mache mein Blaulicht an, ziehe sie raus, nehme ins Fahrzeug weg, weil sie illegale Straßenrennen betrieben haben. Das ist aber Minimum, dass du hinter mir herkommst. Ja, ich komm schon hinter dir her, keine Gott. Sorgen. Okay, angenommen. Nein, ich steig vorher aus. Nein, du bleibst sitzen. Nein, Herr Manus, wir machen das nicht. Oh Gott. Ja, was jetzt, Schiss oder was? Los, Bayer, das hat nichts mit Schiss zu tun. Jetzt das ist illegal. Der hat mich rausgefordert, jetzt gibt's Jalla hier. Auch, oh, nee. auch als Polizist kann man mal... X57, Junge, X57. Mach keinen Scheiß. Ist aber dunkel, oder? Ja, ist bestimmt dunkel. Einen Unfall bauen, das wird noch lustig. Hat er schon an? Oh. Gut. Scheiße, ich seh nix. Emily, ich seh nix. Siehst du was? Nein. Was sind die? Ich denke, der hat Laserlicht. Fritzel. Oh, Scheiße. Ja. Geil. Wow. Was? Oh, nee. Was jetzt? Ja, Emily ist gerade herzlich geblieben. Ist gerade 10 Jahre jünger. Ist er noch hinter mir? Ja. Weit hinter mir? Ja. Okay, der alles klar. Der kommt nicht hinterher. Der kommt mir nicht hinterher. Ja, das habe ich erwartet. Da war Baum. Oh. Ich höre nur Baum, alles gut bei euch? Ja. Ach Mann, das ist ja hier mit diesen Schlaglöchern in Schwarzing, das ist eine Katastrophe. Wow. Das ist eine. Das ist eine absolute Katastrophe. Ach Mann, ey. Mein Kopf. Herr Manus! Moin, was geht ab? Wir machen gerade Picknick. Mit dem Baum zusammen? Scheiße, Emily. Wollen Sie den Baum mit Ihrer Motorhaube verbinden oder was war Ihr Plan? Boah, bitte, ey, erzähl das den Harald nicht, dass mit der Emily hier... Hat das Ding keine Assistenzsysteme oder was? Jetzt werden sie auf den Baum umzusägen. Tücher der Assistenzsysteme, guck doch mal, der ist 3 cm vom Baum hat er angehalten. Urhalte. Herr Manus? Ja. Wir kommen dann einmal bitte 1.500 Dollar. Euro. Ich verklag die Gemeinde Schwarzing auf, wegen diesen Schlaglöchern. Ja. Kann man kein ordentliches Rennen fahren. Können sie gerne machen, ich krieg trotzdem 1.500 Euro, weil sie illegale Straßenrennen betrieben haben. Das ist kein Problem, ich hab geerbt 4 Millionen. So, wir können die Strafe auch auf Ihr Vermögen anpassen, wenn Sie wollen. Ist nicht meins. Betriebsvermögen. Herr Freezy, was halten Sie von 1,5 Millionen Strafe? Oh, was hat denn der jetzt damit zu tun? Also, der hat gar nichts gemacht. Zahlt das nicht, Alter. Nee, mach ich auch nicht. Guck mal, von mir wollte er 1.500, von dir wird 1,5 Millionen. Das geht so nicht. Das ist ja ein Lümmel, ey. Hä, ja. Ich wollte gar nicht. Ich wollte eigentlich Herrn Freezy um Rat fragen, ne? Du bist jetzt in Bayern, ja, persönlicher Berater, so weit ist schon. Ja gut, wir müssen das Auto wohl abschleppen. Wie schnell sind sie denn dagegen gefahren? Geht's denn überhaupt gut? Guck doch mal, der steht 3 cm davor, der angehalten. Ich dachte, so ein neumodisches Ding hat Assistenzsysteme wie Spurhalte oder Notbremse. Warum tut dann davor ehrlich der Kopf? Notbremse ist doch angegangen. Guck mal. Der Notbremse ist der Baum oder was? Naja, der hat den Baum gesehen, der hat angehalten 3 cm vorher. Ihre Geschichte ist ein bisschen unschlüssig, wenn die Frau ehrlich sagt, sie sind dagegen gefahren. Aber Moment, ich schiebe ja mal ganz kurz meinen Finger dazu. Ja, eindeutig, das Platz. Kann sich ändern. Mhm. Das ist ein tolles Auto. Mhm. Sollen wir mal die Dashcam von Ihrem Auto auswerten? Hab ich nicht. Sehen wir mal, ob Sie dagegen gefahren sind oder nicht. Ich habe nur eine Rückfahrkamera. Haben Sie nicht? Ich habe nur eine Rückfahrkamera, keine Dashkamera. Was also ich weiß, dass so ein Auto das mit Sicherheit eine Dashcam hat. Hä, wieso soll denn der eine Dashcam haben? Konnte ich nicht ankreuzen, habe alles angekreuzt. Nennen wir es Fahrzeugrekorder. Ach so, das ist aber kein Flugzeug, das ist ein Fahrzeug. Oh Gott. Da ist kein Flugschreiber drin. Ja, ich wollte mal, pass auf. Nimmst du auch Geld entgegen? Für? Da, gib mal her. Wie viel ich will das Haus geben? Ich will das Haus anzahlen, meine Rechnung bezahlen. Das müssen Sie beim Herrn Ziegel machen. Könnte ich ja beim Ziegel direkt machen, stimmt. Gut, alles klar, dann muss ich weiter. Was machen wir denn mit deinem Auto? Abschleppen oder was? Nee, warum? Ja, laut dem Herrn Manus ist das Auto tipptopp. Ach so, okay. Ich glaube, ich gehe zu Fuß. Also, Freezy, kommen Sie mal mit. Lass siehst du? Manus mal machen. Ich hab ein bisschen Angst, warum soll ich denn mitkommen? So, komm, Emily. Manus. Bring dich zu Harald, ja?
Ja. Egal wie schnell ihr Auto ist, ne? Ich war trotzdem hier. Ha. Dass ich hier nochmal hier gegen Baum donner. Nein, nein, wir fahren jetzt ganz langsam. Und ich mache alle Assistenten. Langsam. Oh, der ist Harald. Dass du nochmal hier so ein Straßenrennen machst oder was? Aber meine lieben Freunde, wir sind erst fertig. Stimmt mit dir nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss und ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.